Hallo, herzlich willkommen. Die Kahnbeinfraktur ist die häufigste Verletzung in der Handwurzel. Meist ist ein Sturz auf die ausgestreckte Hand schuld. Wie man einen Bruch an diesem kleinen Knochen behandelt, das sagt uns jetzt Dr. Ulrich Franke. Er ist der Handspezialist an der Hessenpark-Klinik. Grüß Sie. Hallo. Ausgestreckte Hand, Fahrradfahren, Sport, Sonstiges. Man kommt böse auf und dann ist das Kahnbein gebrochen. Aber man merkt es nicht sofort, oder? Oder man denkt, man ist nur verstaucht. Kommt darauf an. Also es gibt Menschen, die merken das sofort, weil entsprechend großer Schaden ist an der Handwurzel. Wenn das ein kleiner gedeckter Bruch ist, aber der per Definition auch den ganzen Knochen befällt, dann kann das schon sein, dass man das übersieht und nur als Verstauchung beurteilt. Also sagen wir mal, man war schlau, man denkt, man geht lieber mal zum Arzt und es wurde entdeckt. Wie wird es dann behandelt? Kann man das irgendwie durch Ruhigstellen konservativ behandeln oder ist eigentlich Operieren immer besser? Absolut, man kann es durch Ruhigstellen behandeln, aber wir differenzieren klar nach der Bildgebung zwischen stabilen und instabilen Frakturen. Stabile Frakturen dürfen konservativ behandelt werden, müssen aber nicht. Auch hier kann man eine Schraube einsetzen. Instabile Frakturen sollten operiert werden, denn daraus kann eine gefürchtete Komplikation entstehen, die sogenannte Kahnbein-Pseudarthrose oder Falschgelenkbildung, die letztendlich zu einer Arthrose im Handgelenk führt. Operative Versorgung, Sie haben schon gesagt, da kommt eine Schraube. Wird einfach durch das Kahnbein durchgeschraubt oder wie muss man sich das vorstellen? Sie wird aber nicht einfach. Der Knochen ist ziemlich schwierig zu osteosynthetisieren, weil er so eine gebogene Form hat. Und man muss sich das dreidimensional vorstellen, weil man ja nur ein sehr kleines Operationsfeld hat. Man kann ja nicht den ganzen Knochen freilegen. Aber in der Tat ist es so, es wird primär ein Draht gesetzt, der als Führungsdraht dient. Und an dem Draht entlang wird dann eine Schraube eingesetzt der entsprechenden Länge. Sie ist im Knochen versenkt, sie wird nicht mehr entfernt. Und die kleine Stelle, wo der Knorpel verletzt worden ist, beim Eindrehen der Schraube, die wächst wieder zu. Und dann kann man die Hand relativ schnell schon wieder verbrauchen. Ja. Gebrauchen. Wenn man es nicht behandelt, man hat es nicht gemerkt, das dauert ein paar Jahre und man entwickelt eine Kahnbein-Pseudoarthrose. Wie wird das dann behandelt? Ja, Kahnbein-Pseudarthrosen ist der Versuch, in den relativ frühen Stadien das Kahnbein noch zu rekonstruieren. Dafür wird das Kahnbein dargestellt, es wird die Pseudarthrose entfernt, es wird Knochen eingesetzt. Alternativ, wenn das Kahnbein kaputt ist, nicht mehr zu retten ist und wenn schon eine Arthrose vorliegt, wird das Kahnbein entfernt und eine Teilversteifung des Handgelenks durchgeführt, um ein Fortschreiten der Arthrose zu verhindern. Dr. Frank, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ihnen Dank fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.